So, Leute, wichtiges Meeting, setzt euch mal alle hin. Unser Spiel da, wie heißt es, FIFA 23, steht vor der Tür. Puh, sieht eigentlich alles recht in Ordnung aus, so gut wie es eben sein kann. Aber wir haben gerade beschlossen, da fehlt noch irgendwas. So ein kleines Etwas, was die Leute bei Laune hält. So einen richtig nervigen Bug, ihr wisst ja. Ideen? Ja, Björn. Ich habe mir überlegt, wir könnten einfach die gegnerischen Teams am Anfang nicht mehr zeigen. Wäre das was? Ja, ist eine gute Idee. Das werden wir, denke ich, so umsetzen, aber das ist es doch noch nicht wirklich, oder? Vielleicht einfach noch mehr Torwart-Bugs, Defense-Bugs und so, dass die Leute einfach nur richtig ausrasten? Gut, eine andere Idee. Thomas? Ja, also ich habe mir da was überlegt. Wie wäre es, und jetzt passt mal gut auf, wenn der Torwart beim Abstoß manchmal so richtig random plötzlich nicht den Spieler direkt vor sich anspielt, sondern den Außenverteidiger und das viel zu schwach und der Ball quasi auf dem Weg verhungert und der Gegner einfach ein Tor machen kann. Ey Thomas, wirklich eine Wahnsinnsidee, das gebe ich direkt so ans Coding-Team weiter. Habt ihr noch mehr Ideen? Das läuft ja richtig gut hier. Björn, du nochmal. Ja, ich habe das Spiel natürlich getestet, ist klar, und irgendwie lief in-game alles zu gut. Ich habe mir gedacht, dass wir ja oben links schon immer diese Statistiken anzeigen, die sich eh keine Sau anguckt. Wie wäre es denn, wenn wir die so richtig nervig platzieren, ultra oft, und die auch nicht weggehen, wenn man da hinpassen will oder den Ball da hat? Ich stelle mir das dann so vor, dass man mit dem zum Beispiel Rechtsverteidiger nach vorne passen will, am besten einfach die Linie runter, aber man den Flügelspieler einfach gar nicht erst sieht, weil ein gutes Drittel vom Bildschirm einfach mit dieser Statistik überblendet ist. Wäre das eine Idee? Boah, also Björn, richtig kreativ. Auch das werde ich direkt mal weiterleiten. Jungs, ihr habt euch alle eine saftige Gehaltserhöhung verdient. So, an der Stelle Entwarnung. Genug von meinen Schauspielkünsten. Das war wahrscheinlich gar nichts. Aber ganz ehrlich, wer denkt sich sowas aus, dass diese Statistik, die zumindest mich wirklich überhaupt nicht interessiert, dann mittendrin auftaucht? Ich weiß gar nicht, wie sie es in den letzten FIFA-Teilen gelöst haben. Aber dieses Jahr ist es so hart nervig, dass man nach vorne spielen will und einfach nicht sieht, wer frei ist. Oder man sieht einfach nicht, was an der Stelle passiert. Ich glaube, letztes Jahr wurden diese dann so ein bisschen transparent gemacht. Dieses Jahr irgendwie überhaupt nicht. Das fuckt mich ultra ab. Dann das mit dem Torwart ist euch bestimmt auch schon mal passiert. Ihr wollt einfach ganz normal abschlagen, also passen zum nächsten Spieler. Und aus irgendeinem Grund spielt er manchmal einfach den Außenverteidiger an mit so einem ultra langsamen Pass, den der Gegner richtig einfach kriegen kann. Keine Ahnung, was da schief gelaufen ist, aber das ist schon ultra nervig. Ja, das war's auch schon. Ich wollte euch einfach mal meine Bugs dieses Jahr teilen. Geht's euch genauso? Habt ihr noch andere Bugs? Schreibt das gerne mal in die Kommentare und schreibt auch gerne was zu meiner tollen Schauspielanlage. Ob's euch gefallen hat, ob ihr euch dachtet, Bruder muss los oder was anderes. Schreibt's gerne rein, lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten nicht so cringigen Video.